Man kann keine größere oder kleinere Fähigkeit besitzen als die Selbstbeherrschung. Leonardo da Vinci. Diese Informationen könnten einen großen Einfluss auf deine geistige Gesundheit, deine Beziehungen und dein allgemeines Wohlbefinden haben. Teile dieses wertvolle Video, abonniere unser Kanal, damit auch andere von dieser wichtigen Botschaft profitieren können. Der Verstand ist der Schiedsrichter des Lebens, der Schöpfer und Gestalter der Bedingungen und der Empfänger seiner eigenen Ergebnisse. Er enthält sowohl die Macht, Illusionen zu erschaffen, als auch die Realität wahrzunehmen. Der Geist ist der unfehlbare Weber des Schicksals, der Gedanke ist der Faden, die guten und schlechten Handlungen sind Kette und Schuss oder Grundlage und Stoff auf dem Webstuhl des Lebens. Der Charakter ist der Rahmen. Der Geist kleidet sich in Kleider seiner eigenen Schöpfung. Der Mensch als geistiges Wesen besitzt alle Kräfte des Geistes und hat grenzenlose Wahlmöglichkeiten. Er lernt durch Erfahrung und kann seine Erfahrungen beschleunigen oder verzögern. Er ist an keiner Stelle willkürlich gebunden, aber er ist an vielen Stellen gebunden und nachdem er sich gebunden hat, kann er, wann immer er will, sich befreien. Die inneren Prozesse des Denkens sind die Summe des Charakters und des Lebens. Der Mensch kann diese Prozesse ändern und beeinflussen, indem er seinen Willen und seine Anstrengung darauf richtet. Die Bande der Gewohnheit, die Bedeutung der Sünde, werden von sich selbst geschaffen und können nur von sich selbst zerstört werden. Sie existieren nirgendwo, außer in unserem eigenen Geist, und obwohl sie direkt mit äußeren Dingen verbunden sind, haben sie in diesen Dingen keine wirkliche Existenz. Die Versuchung entsteht nicht im äußeren Objekt selbst, sondern sie findet ihren Ursprung im Verlangen des Geistes nach diesem Objekt. Oftmals glauben wir, dass die Verlockung von äußeren Dingen ausgeht, sei es in Form von materiellem Reichtum, sinnlichen Vergnügungen oder weltlichen Anerkennungen. Aber die Wahrheit liegt tiefer. Es ist das Begehren und die Begierde in unserem eigenen Geist, die uns in diesen Strudel ziehen. Die scheinbare Anziehungskraft des Äußeren ist nur der Spiegel unseres inneren Verlangens. Schmerz und Leid sind nicht inhärent in den Ereignissen und Dingen, die in unserem Leben auftreten. Vielmehr sind sie das Produkt einer ungezügelten geistigen Einstellung gegenüber diesen Ereignissen und Dingen. Ein Geist, der durch Reinheit diszipliniert und von Weisheit gestärkt wird, erkennt die Verstrickungen dieser weltlichen Begierden. Er beginnt zu begreifen, dass die Befriedigung der Sinne, das Anhäufen von Besitz und das Streben nach äußerlicher Anerkennung nur temporäre Freuden sind, die oft von tieferem Leid begleitet werden. In der Tat ist es dieser disziplinierte Geist, der die Verlockungen dieser Welt überwinden kann. Er verweigert sich den impulsiven Wünschen, die mit Leid und Unzufriedenheit einhergehen, und erreicht so einen Zustand der inneren Erleuchtung und des Friedens. Indem er sich von den Fesseln der Begierde befreit, findet er eine innere Freiheit und Ruhe, die nicht von den äußeren Umständen abhängig ist. Die Reise zur Meisterung des Geistes ist nicht einfach und sie erfordert Ausdauer und Entschlossenheit. Doch je mehr wir unsere geistigen Gewohnheiten disziplinieren und unsere Perspektiven durch Weisheit erweitern, desto mehr nähern wir uns der Erreichung wahrer Erkenntnis und innerer Harmonie. Die Essenz dieser Lehre liegt darin, dass unser Geist der Schmied unserer Realität ist. Er kann uns in die Dunkelheit der Leidenschaften und Verlangen führen oder in das Licht der Erkenntnis und des Friedens. Letztendlich liegt es an uns, welche Pfade wir wählen. Indem wir unsere innere Welt verfeinern und kontrollieren, können wir das Leiden überwinden und die Freude und Weisheit finden, die in unserem eigenen Geist verborgen liegen. Die äußere Welt ist nur der Schatten und das Ergebnis des Inneren. Und wenn das Herz rein ist, sind alle äußeren Dinge ebenfalls rein. Wachstum und Leben entstehen von innen nach außen. Verfall und Tod kommen von außen nach innen. Alle Evolution erfolgt von innen heraus und jede Anpassung muss im Inneren stattfinden.
Diejenigen, die aufhören, gegen andere zu kämpfen und ihre Kräfte darauf verwenden, ihre eigene Seele zu transformieren, bewahren ihre Energie und bewahren sich selbst. Und während sie ihre eigene Seele in Harmonie bringen, führen sie auch andere in diesem Zustand. Der Weg zur Erleuchtung und Frieden wird nicht durch das Ausüben von Autorität und Führung über andere Köpfe erreicht, sondern indem man legitime Autorität über den eigenen Verstand ausübt und sich selbst auf Pfade ständiger Tugend und Edelmut führt. Das Leben eines Menschen kommt aus seinem Herzen und seinem Geist. Er hat seine Seele mit seinen Gedanken und Handlungen komponiert und er hat die Macht, diese Seele mit seiner Wahl des Denkens neu zu gestalten. Auf diese Weise kann er sein Leben transformieren. Jeder etablierte geistige Zustand ist eine erworbene Gewohnheit und wird durch wiederholtes Denken aufrechterhalten. Die Macht des Geistes, Gewohnheiten zu formen und umzubilden, liegt in der Basis der Rettung eines Menschen. Diese Macht ist das Tor zur völligen Freiheit durch Selbstbeherrschung. Denn wie der Mensch die Macht hat, schädliche Gewohnheiten zu formen, hat er auch die gleiche Macht, Gewohnheiten zu schaffen, die grundsätzlich gut sind. Wenn ein Kind das Schreiben lernt, ist es äußerst einfach, den Stift falsch zu halten und Buchstaben falsch zu formen. Und es ist schmerzlich schwer, den Stift richtig zu halten und korrekt zu schreiben. Das liegt daran, dass das Kind die Kunst des Schreibens nicht kennt. Und dieses Unwissen kann nur durch anhaltende Anstrengung und Übung überwunden werden, bis es schließlich natürlich und einfach wird, den Stift richtig zu halten. Es ist schwer, das Falsche zu tun und letztendlich völlig nutzlos. Dies gilt ebenso für die geistigen und lebenswichtigen Dinge. Richtiges Denken und Handeln erfordern viel Übung und erneute Anstrengung. Aber schließlich kommt der Punkt, an dem es zur Gewohnheit und einfach wird. Es wird schwierig, das Falsche zu tun, weil man erkennt, dass es völlig sinnlos ist. So wie ein Handwerker durch Übung geschickt in seinem Handwerk wird, kannst du durch Übung geschickt in der Tugend werden. Es geht darum, neue Denkgewohnheiten zu formen. Wenn die richtigen Gedanken einfach und natürlich werden und falsche Gedanken und Handlungen schwierig zu tun sind, hat man die höchste Tugend erreicht, das reine spirituelle Wissen. Es ist leicht und natürlich für Menschen zu sündigen, weil sie durch wiederholte Gedankenmuster schädliche Gewohnheiten erworben haben. Es ist sehr schwierig für einen Dieb, das Stehlen zu vermeiden, wenn sich die Gelegenheit bietet, weil er sich so lange mit gierigen und unüberlegten Gedanken beschäftigt hat. Aber für einen ehrlichen Menschen, der lange mit richtigen und ehrlichen Gedanken gelebt hat, ist es so offensichtlich, wie ungerecht, dumm und fruchtlos Diebstahl ist, dass er nicht einmal daran denkt. Sünde ist ein extrem starkes Wort, aber es wurde verwendet, um die Bildung von Gewohnheiten zu verdeutlichen. Alle Sünden und Tugenden werden auf die gleiche Weise gebildet. Wut und Ungeduld sind für Tausende von Menschen natürlich und einfach, weil sie ständig wütende und ungeduldige Gedanken und Handlungen wiederholen. Mit jeder Wiederholung wird die Gewohnheit stärker und tiefer verwurzelt. Ruhe und Geduld können auf die gleiche Weise erlangt werden. Zuerst durch Anstrengung, dann durch das ständige Denken und Leben in dieser Einstellung, bis sie zur zweiten Natur werden und Wut und Ungeduld für immer verschwinden. In vielen religiösen Traditionen, wie dem Christentum, Judentum und Islam, wird die Sünde als Verstoß gegen göttliche Gebote oder moralische Prinzipien definiert. Sie kann als Bruch des Verhältnisses zwischen dem Menschen und Gott betrachtet werden. In diesen Kontexten können Sünden als Handlungen angesehen werden, die das spirituelle Wohlsein gefährden oder die Trennung von Gott bewirken. Die Idee der Sünde ist jedoch nicht ausschließlich auf religiöse Vorstellungen beschränkt. Auch in säkularen Ethiken und moralischen Systemen gibt es Vorstellungen von Sünde, die auf schädlichem oder unethischem Verhalten basieren, das der individuellen oder gemeinschaftlichen Integrität abträglich ist. Solches Verhalten kann gegen allgemein akzeptierte Prinzipien oder soziale Normen verstoßen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Begriff Sünde
einen moralischen oder ethischen Verstoß gegenüber bestimmten Standards, Werten oder Prinzipien beschreibt. Die genaue Bedeutung kann je nach kulturellem, religiösem und philosophischem Kontext variieren, aber im Allgemeinen bezieht er sich auf Handlungen oder Zustände, die als negativ bewertet werden, sei es aufgrund spiritueller, moralischer oder sozialer Überlegungen. In dieser Weise kann jeder falsche Gedanke aus dem Geist vertrieben werden, jede falsche Handlung zerstört werden und jede Sünde besiegt werden. Ein Mensch sollte erkennen, dass sein gesamtes Leben aus seinem Geist kommt, dass der Geist aus Gewohnheiten besteht, die er durch geduldige Anstrengung verändern kann und dass er dadurch die vollständige Herrschaft über sich selbst erlangen kann. Sobald er dies erreicht hat, wird er den Schlüssel zu seiner völligen Befreiung besitzen. Die Freiheit von den Übeln des Lebens, die Übel des eigenen Geistes sind, ist eine Frage ständigen Wachstums von innen heraus und keine plötzliche Erlangung von außen. Jede Stunde und jeder Tag muss der Geist darauf trainiert werden, makelhafte Gedanken zu denken und rechte, leidenschaftslose Haltungen in jenen Situationen anzunehmen, in denen er zur Fehlerhaftigkeit neigt, so wie ein geduldiger Bildhauer an seinem Marmor arbeitet und nach das Material seiner Seele veredelt, bis er das Ideal seiner heiligsten Träume geschaffen hat. Diese Informationen könnten einen großen Einfluss auf deine geistige Gesundheit, deine Beziehungen und dein allgemeines Wohlbefinden haben. Teile dieses wertvolle Video, abonniere unser Kanal, damit auch andere von dieser wichtigen Botschaft profitieren können.